Weiter jetzt im Magazin 1 mit gröhlenden Männerstimmen, mit reißenden Gitarrenriffs und mit lautem Trommelwirbel. Rammstein ist back. Seit 25 Jahren ist die Band schon zusammen und irgendwie scheint ihnen das Feuer einfach nicht auszugehen. Das neue Album bietet natürlich neue Lieder mit dem altbekannten Sound und jetzt bespielt die Truppe gerade Stadien in ganz Europa damit. Heute und morgen auch das Ernst Happel in Wien. Zwei Auftritte, beide ausverkauft. Bereits Stunden vor dem Konzert pilgern Rammstein-Fans aller Altersgruppen und Nationen zum Ernst-Happel-Stadion. Diese Band will ich unbedingt live erleben. Ich kenne das schon, bin damit aufgewachsen. Die sind halt sehr tiefgründig. Die Musik, die Texte, die Band selber. Sensationell. Bisher war jedes Konzert ihrer Europa-Stadion-Tour ausverkauft. Rammstein liefern eine Show der Superlative. Die spektakulärste Pyrotechnik, die größten Explosionen, der offizielle Tour-Trailer gibt einen Vorgeschmack. Mit dem Phänomen um Rammstein beschäftigt sich Falter-Redakteur Lukas Matzinger seit vielen Jahren. Er hat die aktuelle Show kürzlich in Prag miterlebt. Nicht nur das Bühnenspektakel sorgt bei Rammstein für Aufsehen, sondern auch ihre gezielten Provokationen. Deutschland, Deutschland, überall. Das war immer ihr Geschäftsmodell seit 25 Jahren. Zu jedem Album gibt es irgendwie ein total arges Video, das abartig ist und wo die Leute darüber diskutieren. Diese Provokation hat nicht immer getroffen. Es war manchmal tatsächlich geschmacklos. Da hat es irgendwie in den 90er Jahren haben sie ein Depeche Mode Lied aufgenommen, Stripped. Und als Video dazu haben sie einfach Filme von der Nazi-Propagandaregisseurin Leni Riefenstahl verwendet. Die Antwort auf den Fehltritt um die Leni Riefenstahl-Ästhetik lieferten Rammstein 2001 mit dem Lied Links 234, mit dem sie sich erstmals klar politisch positionierten. Mein Herz am rechten Fleck, doch zieh ich dann nach unten weg, da steht der Fritz. Jetzt bei der aktuellen Stadion-Tour sind sie eigentlich so politisch wie wahrscheinlich überhaupt noch nie. Da bauen sie immer wieder Symbole ein, schwenken die Regenbogenfahne. In Moskau haben die beiden Gitarristen einander geküsst, um ein Zeichen gegen die Homophobie dort zu setzen. Der Song Links 234 kommt gleich als zweites im Konzert. Also sie sind jetzt schon sehr deutlich, sage ich mal, haben sie Stellung bezogen, und eben um der Welt zu zeigen, sie sind keine Rechten. Bei all den Grenzüberschreitungen tritt die Musik oft in den Hintergrund, doch auch sie trägt zu ihrem weltweiten Erfolg bei. Das, was sie machen, das gibt es in dieser Form kein zweites Mal. Das ist so extrem deutsch, dieses Deutschhafte, dieses martialische Auftreten, dieses langsame, dieses Marschhafte fast, das diese Musik hat, diese argen Texte. Mit dieser Masche, dieses alles so extrem überzeichnen, sind sie die erfolgreichste deutsch sprechende, deutsch singende Band.